Es ist wahrscheinlich wenig überraschend, aber jetzt ist es offiziell. Konrad Leimer wechselt ablösefrei von RB Leipzig zum FC Bayern München. Der Transfer, der ist ja eigentlich schon gefühlt seit einem Jahr unter Dach und Fach. Man wollte ihn im letzten Sommer holen. Nagelsmann war ein großer Fan von ihm. Nagelsmann ist zwar nicht mehr da, aber Konrad Leimer kommt trotzdem. Und das natürlich von Rasenballsport Leipzig ablösefrei. Er ist im zentralen Mittelfeld zu Hause und wird künftig wohl dort mit um einen Stammplatz kämpfen. Und mit seinem Transfer ist eigentlich schon klar, Marcel Sabitzer, der muss eigentlich gehen. Versteht mich nicht falsch, es wird wahrscheinlich aber auch noch ein Sechser kommen. Denn Konrad Leimer ist nicht dieser sagenumwogene Sechser, den Tuchel unbedingt haben will, einen echten Abräumer, einen Weltklasse-Sechser, der neben Kimmich oder Goretzka oder sonst wem spielen kann. Nein, es ist ein Transfer, der eigentlich auf die Ära Salihamidžić, Nagelsmann, Kahn zurückgeht. Und genau deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie viel er dann bei den Bayern spielen wird. Er ist mit 26 Jahren natürlich im besten fußballerischen Alter. Hat auch bei Leipzig, wenn er dann mal fit war, er war eine lange Zeit verletzt, eigentlich immer sehr gute Spiele gemacht, war auch immer mal an Toren beteiligt, kann auch auf der 8 spielen und es wird ihm sogar so ein bisschen vorausgesagt, dass er eigentlich bei den Bayern ziemlich viel spielen wird. So zumindest berichtet es Florian Plettenberg von Sky, der sagt, dass die Bayern-Bosse sehr beeindruckt sind von seinen letzten Leistungen, die er da so nach seiner Verletzung bei den Leipzigern gezeigt hat. Und mit seiner aktuellen Form, da sieht man ihn als Stammspieler bei den Bayern. Vielleicht stellt auch Tuchel auf einen Dreier-Mittelfeld um, dann kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass Leimer da regelmäßig spielt. Ansonsten ziemlich guter Deal natürlich für die Bayern. Marktwert ca. 30 Millionen Euro, man bekommt ihn hier gratis, er wird ein Handgeld bekommen und man hat dann damit natürlich absolut keine großen Risiken, die man hier eingehen muss. Sollte er nicht funktionieren, dann wird er im Winter oder im nächsten Sommer wieder verkauft. Sollte er bei den Bayern richtig einschlagen, dann hat man vielleicht dafür einen anderen Verkaufskandidaten. Auf jeden Fall wird es aktuell ziemlich voll im Mittelfeld der Bayern, das muss man ganz klar so sagen. Denn mit Kimmich, Goretzka, Gravenberg, Leimer, Sabitzer hat man schon ziemlich viele Mittelfeldspieler. Und da kommt jetzt möglicherweise noch ein echter Sechser, ein Declan Rice, hinzu. Also da muss auf jeden Fall einer bis zwei Spieler gehen, das ist ganz klar. Und ich bin gespannt, wer das sein wird. Eure Meinung? Gerne in die Kommentare. Bis dahin, Leute.